Ja, dann kann ich mit meinem Teil anfangen. Achso, die Fragebögen, die sind da. Okay. Also ich habe mir ja das Thema Reifegrade genommen, ein Thema, das an die OE grenzt. Ich sage da gleich noch mehr darüber. Ich sage aber jetzt erstmal, was ich vorhabe und was ihr dann nachher für Materialien haben werdet. Ihr werdet hochgeladen kriegen die Fragebögen, die wir zur Reifegrad-Befragung haben, sowohl von Individuen als auch von Organisationen. Ihr werdet zwei Reifegrad-Übungen, die man machen kann im Weiterbildungskontext oder im Organisationsentwicklungskontext, zur Verfügung gestellt kriegen. Ihr werdet ein Paper, das einführt in Übungen, in den Umgang mit solchen Übungen kriegen, und ihr werdet ein Paper kriegen, das sich überhaupt damit beschäftigt, warum eigentlich diese Reifegrad-Thematik. Also insofern werdet ihr die Dinge, die ich sage, auch in Schriftform kriegen. Ihr kriegt heute Abend hochgeladen das Audio von unserer Session, die wir jetzt haben, und ihr werdet auch zur Verfügung gestellt kriegen die Videoversion. Das wird noch ein paar Tage dauern. Und die Charts. Also so, dass wir hoffen, euch damit gut zu versorgen. Okay. Vorhabe ich jetzt vom Setting her, dass ich ein bisschen was zu unserer Perspektive erzähle. Das Sommercamp dient ja auch dazu, dass man einfach ganz verschiedene Typen und Perspektiven auf diesen Container, wie der Uwe Böning immer gesagt hat, Coaching kennenlernt und auch sieht, dass der DBVC ein Forum ist, in dem einfach ganz verschiedene Sichtweisen, Mentalitäten zusammenkommen. Ich würde unseren Ansatz durch zwei Dinge charakterisieren und das, was ich heute vertrete hier. Also mir war immer wichtig, Coaching als Perspektive auch zu verstehen, also Coaching eigentlich als die spezielle Kompetenz für die Beziehung Mensch-Profession und für die Beziehung Mensch-Organisation. Und mir war auch immer wichtig, Coaching über die Begrenzung des Vier-Augen-Gesprächs hinauszuführen und Coaching über die spezielle Fokussierung als Psychologie hinauszuführen. Weil als Coach sind wir jetzt als Organisationscoach Partner für Unternehmen. Und die Unternehmen haben eine ganzheitliche Verantwortung. Das ist multidisziplinär. Die können nicht Teilperspektiven aufblähen, sondern die müssen das alles irgendwie in einen Gesamtkontext einfügen, um ihr Unternehmen zu entwickeln. Und im Prinzip finde ich wichtig, dass wir Coaches, auch wenn wir eine Spezialisierung haben und bevorzugte Perspektiven haben, verantwortlich sind dieser Gesamtperspektive unserer Partnerorganisation. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn wir Teilperspektiven, in denen wir fit sind oder die uns interessieren, aufblähen und übermäßig wichtig machen, weil wir damit unsere Kundenorganisation, wie ich das manchmal nenne, mit einer Kulturinfektion belegen. Die finden das auch manchmal ganz toll, weil wie viele haben da ja Nachholbedarf und fühlen sich sehr ergriffen und sind dann diese psychologischen Aspekte von denen fasziniert, haben auch falsche Vorstellungen, was man mit denen unternehmerisch alles machen kann, und nach einer Weile blättert es dann auch wieder ab und die merken, dass sie sich da Themen und Arbeitsebenen reingezogen haben, die sie nicht gut vertragen.
Also jetzt als ein Extrem fällt mir jetzt gerade meine Diskussion mit dem Bert Hellinger immer ein. Der Bert Hellinger, der hat ja dann mit Vorständen auch seine Aufstellungsarbeit gemacht. Und die waren, weil er eben so viel Charisma hatte, auch total fasziniert. Und ich habe trotzdem gesagt, Bert, du darfst das nicht machen. Weil die Art, wie ihr dort zusammen, die Arbeitsebenen, die Analyseebenen, die du dort einführst, mit denen können die eigentlich nicht sinnvollerweise in ihrem Unternehmen arbeiten. Ich finde, man sollte solche Arbeitsformen und solche Fokusebenen an Organisationen herantragen, die kulturbildend sind und die dort auch weiterverwendet werden können im Alltag und sie nicht so sehr mit Sonderkulturen und Sonderperspektiven überfremden. Selbst wenn es gelingt, die zeitweilig da zu begeistern. Also da habe ich eine Vorstellung von Verantwortung gegenüber der Ganzheitlichkeit der unternehmerischen Verantwortung. Und ich habe auch früher nicht immer so viel Verständnis dafür gehabt, wenn die PEler geklagt haben, dass man sie in der Unternehmungsleitung nicht genügend zur Kenntnis nimmt. Ich habe immer gefragt, bietest du denn etwas, was für die Sinn macht, dass sie das auch wirklich nutzen sollen? Und diese Frage versuchen wir seit Jahrzehnten langsam immer besser zu beantworten, dass wir etwas solches anbieten. Ich habe mir, diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass ich auch aus der Psychotherapie komme. Ich habe ja mehrere Psychotherapieausbildungen gemacht. Ich mache auch Jungsche Arbeit, also Traumarbeit und all solche Sachen. Ich habe mir aber heute jetzt eine Kostprobe aus unserem Repertoire ausgewählt, die an die Organisationsentwicklung grenzt und wo es auch mir darum geht, dass Coaching-Methoden von der Arbeitsform, von der Kommunikationskultur her verwendet werden, aber durchaus auch im OE-Setting. Ich bin gerade dabei, ein Buch fertig zu machen, das nächstes Jahr erscheinen wird. Das versucht, diese Lücke, die wir im ISB-Spektrum bisher haben, auch zu schließen. Also systemische Arbeit, also Organisations- und Kulturentwicklung mit menschlichen Systemen. Und die Coaching-Perspektive soll als Arbeitsform, als Werteorientierung, das ist um den Zusammenhang von Leistungserbringung einer Organisation, was ja normalerweise ihr Existenzgrund ist, und Lebensqualität von Menschen bei der Arbeit miteinander verbinden. So, das ist, was ihr da seht, ist unser Motto am Institut. Und ich will jetzt speziell mich ein bisschen mit dem Thema Reifegrade befassen und gerade mal überlegen, damit ihr das Thema versteht, will ich aus meiner Jugend erzählen, als ich etwa 17 war. Ich war Reiter, mit Mietpferden, mehr konnte ich mir nicht leisten, habe ich also reiten gelernt und irgendwann war Springreiten lernen angesagt. Und da wurde also auf dem Reitplatz ein sogenanntes Cavaletti aufgestellt, das ist ein Hindernis, das etwa so hoch ist. Und der Reitlehrer hat mir gesagt, du reitest jetzt mit deinem Pferd, Abruzze hieß die Stute, auf das Cavaletti zu, dann beugst du dich ein bisschen vor, damit das Pferd es leicht hat, wenn es drüber springt und dann wird es irgendwie gehen. Das habe ich dann gemacht, ritt mutig auf das Cavaletti zu, beugte mich vor, das Pferd hat kurz vor dem Cavaletti die Füße nach vorne gestemmt und den Kopf runtergetan und der Einzige, der übers Hindernis kam, war ich. Und bin etwa noch 20 Mal in dieser Reitstunde runtergefallen. Beim nächsten Mal ging es so, dachte ich, okay, jetzt hänge ich mich hinten rein, damit mir das nicht nochmal passiert. Ritt auf das Cavaletti zu, kurz vorher, stemmte das Pferd auch für einen Moment die Beine vorne rein,
ist aber dann doch gesprungen, aber in einem Bocksprung. Und ich saß ganz hinten auf der Schleuder. Und dieses Mal bin ich also noch eleganter. Zwar zusammen mit dem Pferd, aber mit getrennten Landepunkten drüben angekommen. Und das Problem war, weshalb ich das jetzt zu dem Thema Reife gerade erzähle. Weder ich war reif zum Springen, noch das Pferd war geschult. Die sich mit Pferden ein bisschen auskennen, wissen, dass Springen kein natürliches Verhalten von Pferden ist. Das heißt, das Pferd konnte das nicht und ich konnte es nicht. Und das ist die Situation, die wir manchmal auch im Coaching haben oder in der Organisationsentwicklung. Das heißt, ich habe dann später, hat mir jemand aus dem Reitverein sein Pferd geliehen, das gut springen konnte, das geschult war als Springpferd. Und siehe da, ich kam relativ schnell voran, dass ich mit diesem Pferd über das Cavaletti springen konnte. Ich konnte es relativ schnell lernen, weil das System es konnte schon. Und es wäre vielleicht auch anders gelaufen, wenn ich reifer gewesen wäre, ein erfahrener Springreiter, und das Pferd nicht geschult. Reifegrade oder Bereitschaft, ob was wirklich möglich ist, anzusprechen, ist auch ein bisschen ein Tabu. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr jemanden habt im Coaching, der selbstverständlich davon ausgeht, dass er seinen Job kann, nur halt noch ein bisschen Ergänzungsbedarf habt. Und dass ihr bei euch denkt, er kann es eigentlich nicht. Darf man darüber reden? Also die Frage, ja, können Sie das überhaupt? Ist natürlich schwierig für jemanden, der den Job seit 5 Jahren macht oder so. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht trauen, darüber zu reden, ob das Pferd soweit ist und ob der Reiter soweit ist, braucht man sich nicht wundern, dass solche Reitsessions rauskommen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Anderes Beispiel aus dem Organisationsbereich. Ich habe vor vielen Jahren, damals hatte ich das Thema Reifegrad noch nicht, aber da war ich in einem Konversionsprojekt, SEL, es ging um die Entwicklung von GPS, das war da noch ganz am Anfang. Und da war eine Abteilung, die hat GPS. Das war eine Abteilung, die hat aus diesen militärischen großen Geräten versucht, kleinere Geräte zu bilden. Damals hat man noch nicht daran gedacht, die für Autos in jedes Auto zu tun, sondern allein schon Segelboote, Schiffe aller Art, dass sie sowas nutzen konnten, war schon ein großer Fortschritt. Und die SEL wollte gerne auf diesen Markt, hat sich aber nicht wirklich jemand richtig strategisch drum gekümmert, wie man sowas entwickeln kann. Und dann gab es natürlich jede Menge Konflikte. Einer hat mit dem anderen Ärger gekriegt, weil das nicht voranging. Und dann haben sie also mich damals engagiert, um diese Teamprobleme zu lösen, weil sie es für Teamprobleme gehalten haben, die haben. Und dann habe ich 2 Tage mit denen gemacht. Es war damals noch so, der Chef war für ein Vorgespräch nicht zu haben. Wir sollen schon mal machen. Er kommt dann nachher und nimmt die Parade ab. Ich habe dem nachher klar gesagt, was ich von der Sache halte, was ihn das Ende unserer Beziehung bedeutet hat. Und dann habe ich also mit denen gearbeitet und es stellte sich aus meiner Sicht im Laufe dieser 2 Tage heraus, dass die einfach überhaupt nicht in der Lage waren, diese Entwicklung zu leisten, wie sie sich vorgenommen haben, sich aber der Illusion hingegeben haben, dass das möglich wäre. Die haben dann also ganz schnell Geräte gebastelt, sind damit sofort auf den Markt, kriegten jede Menge Einzelaufträge von betuchten Schiffsinhabern und waren aber dann voll damit beschäftigt, Einzelfertigungen zu machen und konnten diese Produktentwicklung nicht vorantreiben. Und außerdem war das gerade ein tolles Thema, da war dann der Ingenieur mal in Amerika und hat einen Vortrag darüber gehalten und Ähnliches. Und es war abzusehen, dass dieses System nicht bereit war, also nicht reif war, eine gemeinsame Produktentwicklung zu machen. Und dass die gedacht haben, das wäre ein Problem, das man gruppendynamisch lösen kann. Und dann sind ja diese gruppendynamischen Prozesse auch, dass man sich streitet, aber sich dann auch näher kommt. Und dann würde man gern diesen harmonischen
Abschluss mit vielen guten Vorsätzen machen. Und da habe ich in die Suppe gespuckt und habe gesagt, es tut mir leid bei dem, was ich hier beobachte. Allein wenn ich mir die Terminkalender angucke, wer eigentlich in nächster Zeit verfügbar ist und wer bereit ist, da Führung zu übernehmen, ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dieser Produktentwicklung in dem Zeitrahmen, der geplant war, irgendwas werden kann. Das haben die gar nicht gemocht, war natürlich auch, sagen wir mal, etwas grobkörnig von mir vorgetragen. Und das habe ich dem Chef dann auch nachher gesagt und das war dann das Ende meiner Beziehung zu diesem Kunden, weil die das dann gemeint haben, ich bin nicht kompetent, das richtig einzuschätzen. Und so negativ, wie ich da dran gehe, kann man natürlich auch nicht mit mir zusammenarbeiten. Ja, später war die Abteilung tot. Die wollten das einfach nicht sehen. Und das ist so, das ist auch jetzt 20 Jahre her, im Hintergrund. Und deswegen ist es, und auch als Ausbilder haben wir oft die Situation, dass, wir machen ja auch OE-orientierte Curricula, dass Leute eine Funktion in einem Organisationsentwicklungsprojekt haben und wollen dazu jetzt noch schnell einen Lernprozess machen, damit sie das jetzt hinkriegen. Und das klappt manchmal ganz toll und manchmal geht das völlig in die Hose, weil die Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben sind. Die Voraussetzungen bei dem Protagonisten sind eigentlich nicht gegeben. Man müsste ihm eigentlich sagen, du sieh mal zu, dass du aus der Nummer rauskommst. Du bist dafür nicht vorbereitet. Oder derjenige kann es ganz gut, hat aber sich verschätzt darin, was die Organisation leisten kann. Die hat keine Erfahrung mit solchen Prozessen. Da sind Ermächtigungsfragen nicht geklärt. Da ist ganz vieles nicht geklärt. Also jetzt Pferd ist nicht geübt im Springen. Und selbst wenn du mit einem geübten Pferd das hinkriegen würdest, verschätzt du dich darin, was man mit einem ungeübten Pferd in dem vorgesehenen Rahmen machen kann. Und weil wir das dann in diesen anderthalbstündigen Lernsettings ja oft dann auch gar nicht bewältigen konnten und das auch zu Frustrationen geführt hat, haben wir dann zunehmend angefangen, Vorklärungen zu machen bezüglich der Reifegrade, sowohl des Protagonisten als auch der Organisation, um abschätzen zu können, ob mit dem verfügbaren Lernevent, das jetzt möglich ist, wo man da überhaupt hinkommen kann. Und dass wir uns selbst keine Illusionen machen und dass wir auch dem Lernsystem keine nicht leistbaren Aufgaben aufbürden. Und das haben wir jetzt didaktisch nach und nach etwas ausgebaut. Also das ISB ist ja hauptsächlich eine Weiterbildungseinrichtung. Deswegen werde ich natürlich vieles aus der Perspektive der Weiterbildung von Coaching-Fachleuten und OE-Fachleuten berichten. Vielleicht ein Hinweis noch, in unseren Curricula sind etwa 3/4 der Teilnehmer interne. Und es ist ja heute so, dass die internen, wie überhaupt alle Menschen, ein ganzes Portfolio an Rollen haben. Es ist jetzt nicht mehr so, dass die 1:1 Coaching lernen wollen oder nur Führung lernen wollen, sondern diese Menschen haben ein breites Spektrum an Verantwortlichkeiten. Die sind selbst vielleicht Abteilungsleiter, die sind Dienstleister innerhalb vom Unternehmen, die sind für das Unternehmen Dienstleister nach außen, die haben eine Funktion in irgendwelchen Projekten. Das wird dort oft nicht Coaching genannt. Die haben oft auch gar kein Interesse, sich am Ende Coach zu nennen. Die wollen die Kompetenz, die wir mit Coaching verbinden, und brauchen die dann für viele Arten von Rollen, für viele Arten von Kontexten. Und viele sind eben dann zum Beispiel auch in Führungsfunktionen, in OE-Projekten, nicht unbedingt in Beratungsfunktionen nur. Also nur, dass ihr ein bisschen was über den Hintergrund bei uns wisst. So, jetzt zum Verfahren. Ich rede einfach so vor mich hin, ihr seid aber willkommen, auch durchaus eine Frage zwischen reinzustellen. Den Ablauf habe ich mir so vorgestellt, dass ich jetzt erzähle, was ich mit dem Thema Reifegrade verbinde.
dass ich euch dann auch noch mal ein bisschen näher schilde, mit welchen Fragen wir da arbeiten, welche Art von Übung wir da verwenden. Mir ist dann klar geworden, dass ich diese Art von Übung hier direkt nicht machen kann, weil wir ja nicht die Situation haben, dass jemand ein OE-Projekt hier vorstellen möchte. Ich habe mir dann überlegt, wie ich das methodisch machen kann und habe gedacht, ich mache da eine geleitete Fantasie, in der ich euch einlade, euch selbst sozusagen einen Protagonisten vorzustellen. Das könnt ihr auch selbst sein und eine Organisation. Und dass ihr dann in einem internen, aufrichtigen Gespräch über Reifegrade nachdenkt von dem Protagonisten und der Organisation, in welchen Dimensionen euch das beschäftigt und was man dann machen kann. Und dass wir dann in Untergruppen gehen und uns darüber austauschen, was euch daran beschäftigt hat. Also darüber habe ich erstmal gar nicht nachgedacht, dass wir die Lernsituation in den Curricula hier natürlich nicht gut abbilden können. Das würde auch wahrscheinlich kaum jemand gerne wollen, dass er sagt, okay, ich melde mich hier zur Reifegrad-Einschätzung. Aber jeder für sich kann das ja mal tun und mit anderen austauschen, wie es ihm dabei gegangen ist. Bevor wir dann zu den Reifegraden speziell kommen, würde ich einfach gerne noch ein paar Rahmenüberlegungen schildern. Also ist das Vorgehen so okay für euch? Okay. Also für mich ist Organisationsentwicklung, ein Chart dazu. Für mich ist Organisationsentwicklung immer auch gleichzeitig Kulturentwicklung. Das heißt, wir haben es nicht nur damit zu tun, einer Organisation zu helfen, in irgendeiner Weise sich weiterzuentwickeln, strukturell, kommunikativ, Umgang mit Verantwortung, mit Kontrakten, mit all den Dimensionen, die man sich dazu ausdenken kann, sondern es geht immer auch gleichzeitig darum, an der Kultur, wie eine Organisation sich selbst entwickelt, zu arbeiten. Und der Kulturbegriff, wir gehen mit dem schon seit 20 Jahren um, aber es ist vor ein paar Jahren noch so gewesen, wenn man im Zusammenhang mit Unternehmen den Begriff Kultur verwendet hat, dann haben die mehr so gefragt, wie Abendkonzerte oder was? Also da war Kultur noch ganz die Kultur des Feuilletons. Und ich habe immer gesagt, nein, ich meine nicht die Kultur des Feuilletons, ich meine die Kultur des Wirtschaftsteils der Zeitung. Heute ist es so, dass Lehrtrainer bei uns zum Teil sehr umfangreiche Aufträge schon für Kulturentwicklung aus weltweit agierenden Unternehmen kriegen. Also es wird ein richtiger Markt auch über Kulturentwicklung irgendeine Art von Entwicklung einkaufen, leisten zu wollen. Also, und dann wird man dann immer gleich gefragt, ja, was ist jetzt dann die Definition von Kultur in dem Zusammenhang? Ich habe bevor die halboffizielle kommt, eine ganz pragmatische. Ich sage immer, Kultur heißt, das Beste in jedem in den Vordergrund zu holen und miteinander zu verknüpfen. Ist das nicht schon eine besondere Kultur? Bitte? Ist das nicht schon eine besondere Kultur? Natürlich, also ich will jetzt nicht sehr ausführlich über den Kulturbegriff reingehen. Es gibt zwei Arten, wie man über Kultur nachdenkt. Das eine ist deskriptiv und das andere ist normativ. Also die einen sagen, ja, Kultur ist ja immer. Klar, das ist der deskriptive Teil. Dann, für mich ist in meiner Tätigkeit der Kulturbegriff eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt interessant, dass ich irgendeine Art von Kulturverbesserung vornehmen möchte. Und da kommen wir dann in diesen normativen Bereich rein. Ich habe ja gesagt, mir ist es ein Anliegen, aus dieser Vier-Augen-Beschränkung rauszukommen und aus der Psycho-Beschränkung rauszukommen im Coaching. Und ich will das an
einer Idee, die zum Beispiel eine Alternative zu dem ist, was die Astrid gestern vorgetragen hat, bei diesem Manager, der als narzisstisch eingestuft wird, der aber immerhin nicht so ein hoffnungsloser Fall ist, weil er ja ins Coaching kommt, also mit dem, der eben auch ganz andere Anteile und Verantwortlichkeiten hat, dass er bereit ist, sich kommunikativ darüber auseinanderzusetzen. Was man da tun könnte, anstatt den rausnehmen und mit dem im Hinterstübchen was zu arbeiten, man könnte, und das machen zum Beispiel bei uns Lehrtrainer wie der Mark Minor, die machen solche Coaching-Verfahren im Organisationskontext auch. Die bitten den zu dem Thema, um das es ihm zurzeit geht, mit den wichtigsten anderen zusammen in einen Workshop zu kommen. Sagen wir mal, da sitzen dann 6, 7 Leute. Und die laden den dann ein, ob sie ihn denn bezüglich seiner Rolle, die er in diesem Kontext hat, interviewen und öffentliches Coaching mit ihm machen dürfen. Und dann geht er mit diesem Menschen in einen Innenkreis und die anderen sitzen außen rum. Und dann interviewt er den. Und wenn der jetzt da in eine narzisstische Dynamik kommt, muss er damit irgendwie umgehen, aber ihn auch dazu bringen, dass, obwohl er so ist, wie er ist, sich auseinandersetzt mit seinem Sein und für Fragestellung zu gewinnen ist, sagt, von wem er eigentlich gerne was hätte oder was er brauchte, um sich da weiterzuentwickeln und welche Schwierigkeiten er sieht, da zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen. Und die anderen sitzen nur rum und hören das. Und bitte? In dem Fall interviewt der Coach, den Kunden vor den anderen wichtigen anderen on the job, bezogen auch wirklich auf Fragestellungen, die dort zu steuern sind, gemeinsam. Das ist ein realistisches Setting? Ja, das macht er, das funktioniert auch. Also natürlich nicht mit allen, das ist klar, wir können uns sofort welche ausdenken, die würden das nie machen. Aber es gibt erstaunlich viele, die auch bereit sind, das zu machen. Natürlich nur, wenn sie in den Kostproben, die sie vorher im Gespräch mit dem Coach haben, Vertrauen finden, dass der mich nicht in die Pfanne haut, dass der nicht pathologieentlarvend mit mir arbeiten möchte, sondern dass er sich für meine Steuerung interessiert, so wie ich halt bin, und dass der mir helfen will, mich auf andere zu beziehen und andere als Kooperationspartner, so wie wir halt in unserer Kultur sind, einzubeziehen und das gemeinsam weiterzuentwickeln. Bitte? Das muss man vorher klären, wer für das Vorhaben die relevanten anderen sind. Das kann ein Vorstand sein. Oh. Das Mikro hat etwa eine Reichweite von maximal 1,5 Metern. Das heißt, dass wir diese Fragen mit aufnehmen könnten, wäre es wunderbar, wenn du das Mikrofon dann mal denjenigen geben könntest. Ja, okay. Das wird dann später im Video das nicht mehr hören. Okay, die Frage, es war eine Nachfrage, wer die anderen sind. Das hängt immer auch vom Fokus ab. Ja. Innerhalb der Firma nicht auch schon eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre da sein, dass sich jemand überhaupt auf sowas einlässt? Ja, was ist Henne und was ist Ei? Wenn es gelingt, jemand in einen Kreis zu definieren, in dem jemand bereit ist, in ein solches Wagnis zu gehen, ist es ja eine vertrauensbildende Maßnahme. Also es ist also nicht nur ein Umgang mit aktuellem Steuerungsbedarf, sondern und dass die dann danach wirklich besser kooperieren können, sondern es ist direkt auch eine Kulturbildung. Und wenn die davon überzeugt sind, dass das gut funktioniert, dann kann man die wiederum dazu bringen, mit anderen was Ähnliches zu machen. Unsere Erfahrung, das geht nicht mit allen, das sage ich nicht. Ich möchte nur, dass wir solche Dinge ins Repertoire aufnehmen und nicht zu ängstlich sind, dass man sowas mit denen ja nicht machen kann. Es gibt viele, mit denen man wirklich sehr viel mehr machen kann, wenn man selbst weiß, was man machen möchte und die dann sehr potent dazu einlädt. Und dann kriegen wir das, was wir einen systemqualifizierenden Effekt nennen, neben der Personenqualifizierung. Und ich bin, je älter ich werde, desto skeptischer, wie groß die Chance ist, über Personenqualifikation on the job jemanden so weiterzuentwickeln, dass er Systemqualifizierung
off-the-job, dass wir Systemqualifizierung on-the-job machen können. Weil die anderen, die reagieren nicht komplementär, die reagieren im alten System. Und damit mich persönlich so weit zu entwickeln, dass ich den anderen andere Reflexe beibringe, das ist sehr viel schwieriger, als wenn die mitkriegen, was wir zusammen versuchen und gleichzeitig das mitlernen und lernen und eine andere Haltung einnehmen und mir in dem Kreis, der auf diese Weise eingeführt wird, sehr schnell entsprechende Resonanzen geben für mein besseres Verhalten, dann stabilisiert sich das als besseres Kommunikationssystem sehr viel leichter. Also es wird Pferd und Reiter werden zusammen trainiert. Macht der Trainer im Vorfeld eine Art 360-Grad-Feedback, um quasi auch nochmal Material für dieses Coaching zu haben? Also man kann das jetzt so nennen, aber er muss sich natürlich vorher irgendein Bild machen. Er muss mit dem Hauptprotagonisten, obwohl, ich habe jetzt ein Beispiel vor Augen, da hat außer einem kurzen Gespräch mit diesem Geschäftsführer, war es in dem Fall, nicht viel stattgefunden. Sondern der hat sich einfach darauf eingelassen und die haben eigentlich diese Befragung, was er denkt, wie andere auf ihn reagieren und diese Sachen einfach gleich vor Ort gemacht. Also haben das auch gar nicht so formal im Vorfeld eruiert. Und dann hat man später, also um das Setting jetzt noch mal ein Stück weiter zu erläutern, nachdem dieses Gespräch läuft und wenn das gut läuft, kann man dann wieder fragen, was haben denn die anderen gehört, was haben die jetzt davon verstanden, wie der aufgestellt ist. Dann können Sie sich überlegen, aha, das würde für mich heißen, wenn ich, der erwartet von mir dies und das, das war mir bisher gar nicht klar, oder der sieht bei sich die und die Stärke und die Schwäche und da braucht er Ergänzung. Ich könnte mir vorstellen, so und so könnte es aussehen. Also da entsteht dann on the spot eine Bereitschaft, als System gemeinsam qualifizierter zu werden und sich gegenseitig zu helfen, zu einer gemeinsamen Performance zu kommen. Und das ist einfach eine Alternative zu diesem 1:1. Also ich hab eine Ergänzung, dass Geschäftsführer auch schon gesagt haben, ich hätte gerne die Fragen vorab und so ein bisschen Sicherheit zu kriegen darüber, was fragt er denn jetzt? Und das ist auch eine gute Vorbereitungsmöglichkeit. Also was immer sich eignet, um Vertrauensbildung zu machen, aber nicht in die alten Kulturschemata des Unternehmens voll einzudrehen, eignet sich da. Da habe ich keine bestimmten Methodenvorstellungen. Frage, was war in dem Fall das Ziel bzw. der Auslöser? In dem Fall, wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass der Geschäftsführer war gleichzeitig auch Eigner und der hatte das Gefühl, dass seine Führungsmannschaft das, wofür er das Unternehmen mal gegründet hat, nicht wirklich kapiert und nicht wirklich weiterführt und war neidisch daran, was die anderen nicht wussten, das haben sie bei der Gelegenheit erst erfahren, das Unternehmen zu verkaufen, weil er die Lust verloren hat. Und deswegen hat er sich dann auch darauf eingelassen, da haben die anderen bei der Gelegenheit auch erstmal die Dimension der Problematik überhaupt erst verstanden, haben auch verstanden, was in dem vorgeht, haben Ideen gekriegt, wie man damit umgehen kann, beziehungsweise man könnte sich dann weitere Coaching-mäßige Kommunikationsfiguren vorstellen, dass die dann im Außenkreis nachher gefragt werden, was haben sie bisher gehört. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragebögen, Fragestellungen, die wir auch in dem Buch drin haben. Haben sie das gewusst, dass es so ist? Haben sie sich über die Motivation, waren die ihnen klar? Haben sie Neues erfahren darüber, welche Vorstellungen er von ihrer Funktion in dem System hat und so weiter? Und das wird dann aber immer gleich so verhandelt, dass die anderen es mithören. So entsteht durch das Zusammenspiel nach und nach ein kulturelles Geflecht, natürlich auch mit Konflikten. Aber ich finde, dass die Chance, dass dadurch Kulturbildung und gemeinschaftliche Organisationsentwicklungsfähigkeit aufgebaut wird, einfach sehr viel größer ist, als wenn man Individuen rauszieht, die schult und wieder reinschickt. Also, gut, ich erzähle aber jetzt schon ganz anders. Ich glaube, ich kehre mal zu meiner Präsentation zurück. Wir machen das dann Schritt für Schritt. Also Kultur ist ein Sammelbegriff dafür, wie Wirklichkeit bewusst und unbewusst, gewohnheitsmäßig oder kreativ gestaltet wird. Und vielleicht auch nochmal ein Gesichtspunkt.
Wir sind ja psychologischerweise meist darauf programmiert, in Motiven zu denken. Warum machen die einen das gut oder schlecht oder so? Ich glaube, die meisten Menschen entwickeln einfach Gewohnheiten. Und die sind gar nicht bös gemeint, aber sie wissen selber gar nicht mehr, wie sie selbst sich organisieren und wie sie andere einladen zu einer komplementären Organisation, die aber nicht gut funktioniert. Also was sie zum Beispiel selbst tun, um zu vermeiden, Themen anzusprechen, und wie sie dem anderen signalisieren, wir reden besser nicht darüber. Und so entsteht dann unbewusst, gewohnheitsmäßig, eine gemeinsame Vermeidungskultur. Es ist aber nicht so, und das ist mir so wichtig, dass wir uns da ein Stück von Psychologie und von Motivationspsychologie ablösen. Es ist nicht unbedingt so, dass irgendjemand daran Interesse hat. Es ist einfach so, dass jeder Gewohnheiten in dieser Art entwickelt hat und dass durch die Verhaltensweisen, die diese Gewohnheiten, zu diesen Gewohnheiten gehören, wenn wir die zeigen, dass das bei anderen komplementäre Kulturgewohnheiten auslöst, und nach einer Weile sind alle im alten Fahrwasser, auch wenn das keiner möchte. Also ist die Fokussierung sehr viel mehr, wie können wir Situationen schaffen, in denen neue Gewohnheiten gebildet werden können. Und die können effektiv am besten dadurch gebildet werden, dass die auch im Alltag nachher zusammenarbeiten, zusammen üben, in neue Kulturfiguren zu kommen. Weil sie dann viel größere Chancen haben, sie bei sich gegenseitig die neuen Systeme auszulösen. Und trotzdem braucht man aber eine relativ große Häufigkeit am Anfang, um die neuen Kulturelemente lebendig zu halten, weil sonst nach einer Weile einfach die alten Kulturelemente wieder durchschlagen. Und dann hat man so das Gefühl, ach, es war begeisternd, aber irgendwie haben wir es nicht halten können, es taugt vielleicht nicht. Also es wird völlig unterschätzt, wie viel Nachhaltigkeit speziell am Anfang Kulturentwicklung braucht. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Die Kulturentwicklungsaspekte während der Lösung der aktuellen Entwicklungsaufgaben wahrzunehmen, weil es so viele Entwicklungsaufgaben gibt, dass die in keinem Handbuch, in keiner Systematik mehr festgehalten werden können. Man kann komplexe Unternehmen nicht mehr dadurch steuern, dass man alles durchorganisiert und den Leuten beibringt, wie es zu handhaben ist. Das ist ein Maschinenmodell. Und Unternehmen sind komplexe Systeme von lebendigen Systemen, die sich selbst steuern. Und sie steuern sich am besten, wenn sie verstanden haben, wie wir sowas im Prinzip machen. Und dann können sie sich eigene Lösungen dafür überlegen, die gar nicht zentral gesteuert werden müssen, die aber trotzdem zueinander passen, weil sie in dem gleichen Kulturkorridor sich bewegen. Also deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zur Entwicklung von Unternehmen deren Kultur zu entwickeln, und dass man anders letztlich dezentrale, größere, komplexe Organisationen gar nicht mehr steuern kann. Und da geht es, damit wir das nicht zu romantisch und nicht zu hardcore-mäßig machen, geht es um eine Kultur der Leistungserbringung. Deswegen am Beispiel von tatsächlichen Leistungsaufgaben der Organisation wird Kultur entwickelt. Also nicht abends zusammen Fußball gucken und einen trinken. Das schafft zwar Nähe, schafft aber keine leistungsbezogene Kulturentwicklung. Im Gegenteil, da kommt man sich auf eine ungute Weise näher. Später merkt man, dass das natürlich in den Organisationsrollen man damit gar nicht so viel machen kann. Das führt zu Enttäuschungen, auch manchmal zu einem Kater, wenn man dann sich zu nahe gekommen ist und was immer. Also wenn man auch Beziehungskultur entwickeln möchte, ist mein Vorschlag immer am Beispiel in den Rollen, in den Organisationsrollen, nicht die Rollen ablegen dafür, weil es geht um die Kultur, die aus den Rollen herausgelebt wird, auch nachher. Es geht nicht um private Begegnungskultur. Und am Beispiel von Leistungserbringung der Organisation. Wobei am Anfang das
Kriterium nicht ist, dass wir jetzt mit dieser Leistung schnell wohin kommen, aber dass wir an diesem Beispiel uns einüben, wie wir das zusammen machen können. Und dazu gibt es ein Schema, das ich mir mal ausgedacht habe und das in der Regel ganz überzeugend ist. Da kommen ja oft Organisationen zu einem, die haben einen enormen Ergebnisdruck in irgendeiner Weise. Oft verschleppte Projekte und, und. Und die wollen dann gleich loslegen mit der Sacharbeit. Und die wollen nicht, dass man erst mal sich Zeit nimmt, um zu sehen, wie arbeiten wir überhaupt zusammen. Und denen zeige ich dann dieses Schaubild und sage, guck, wenn ihr mit einer maximalen Ergebnisorientierung anfangt, das wisst ihr alle, dann bleiben eine ganze Menge von Kulturfragen unbeachtet. Man hat die Illusion, man wäre beieinander und erst relativ spät stellt sich raus, in vielen Punkten ist man gar nicht beieinander. Und das heißt, am Ende der Zeit, jetzt habe ich irgendeinen Zeitblick mal genommen, bleibt bei maximaler Ergebnisorientierung am Anfang nachher ein Maximum an Kulturproblemen übrig und es kommt für die Leistungsfähigkeit der Organisation ganz wenig raus. Und deswegen lohnt es sich, wenn ihr das gerade umgekehrt macht. Also kommt ein Vorstand zu mir, die haben 20 Entwicklungsthemen verschleppt und jedes ist gigantisch und haben einen Tag Zeit. Ja. Und dann zeige ich ihnen das Schema und sage, das können wir nicht machen. Wir können zwei oder drei kleine Entwicklungsthemen nehmen, an denen beispielhaft arbeiten, aber mindestens 50% der Zeit drauf zu verwenden, dauernd zu reflektieren, wie arbeiten wir eigentlich. So in der Art, wie ich das vorher am Beispiel gezeigt habe. Das wollen die am Anfang nicht sagen, ja, um Gottes Willen, da haben wir dann 5% von dem abgearbeitet, weshalb wir hier sind. Und dann sage ich, ja, aber wenn ihr das tut, entwickelt ihr eine Kultur der gemeinsamen Leistungsfähigkeit, die dazu führt, dass ihr nach dem gleichen Zeitraum am Ende nachher immer weniger investieren müsst in Kulturentwicklung und immer mehr für die Ergebnisorientierung rauskommt, sodass ihr am Ende bezogen auf die Leistungsergebnisse besser dasteht, als wenn ihr euch gleich drauf stürzen würdet. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die kennen alle aus Unternehmen. Wie oft fängt man was an? Ich habe immer so das Bild im Kopf, das ist wie eine Expedition, die erstmal losfährt und nicht sicherstellt, dass sie wirklich reif dafür ist, alles an Bord zu haben, was sie nachher brauchen wird, wenn sie unterwegs sind. Und dann entstehen, wenn sie unterwegs sind, die ganzen Folgeprobleme, weil sie nicht vorbereitet sind, die am Ende die Expedition ans Scheitern bringen. Und wenn sie sich erlauben würden, jetzt erstmal sicherzustellen, dass sie hinreichend ausgerüstet sind und dass sie vielleicht erstmal eine kleine Probeexpedition machen, um festzustellen, können wir die Art überhaupt, bevor sie sich an die großen Expeditionen machen, dann wäre die Chance, dass sie mit der Hauptexpedition irgendwo hinkommen, einfach sehr viel größer. Oder dass sie realistische Vorstellungen davon entwickeln, welche Expedition können wir uns überhaupt zutrauen, so wie wir vorbereitet sind. Womit überzeugst du denn den Kunden? Weil ich ganz häufig erlebe, dass die sich dann Beratungsunternehmen suchen, was deren Anforderungen erfüllt und sagt, die machen die Quick-and-Dirty-Lösung. Ja, ich frage halt, wenn sie die haben sie ja schon öfter gehabt, ich frage einfach, wie sie bisher mitgefahren sind. Und in der Regel wissen sie ja, dass das zu nichts führt. Aber es gibt, ich habe das genannt, fiktive Systeme. Es gibt Systeme, in die im fliegenden Wechsel von so ist es, mit ich gehe davon aus, dass das müsste eigentlich. Und dann entstehen Fiktionen und es entsteht eine Kultur des Nichtprüfens, ob das, was Sie angenommen haben, wie Sie das machen, auch wirklich eintritt. Und ich kann Sie nur damit konfrontieren und nachfragen und versuchen, die Realitätsfähigkeit zu fördern. Ja, weil das, was wir auch gestern besprochen haben, passiert ja auch oft in Organisationen, dass der Blick die Realitätsverzerrung auch da schon oft eingesetzt hat und die Wahrnehmung dafür, was auch in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, das wurde gestern ja auch schon mal gesagt, dort, wo die Not am größten ist, dort sollten wir nicht anfangen. Der hat es auch schon gesagt. In der TA hat man das gesagt, dort, wo der Bedarf am größten ist, wenn du da direkt hingehst, das ist die Falle auch. Weil das hat schon vorher nicht funktioniert. Also deswegen sage ich zum Beispiel immer auch, okay, wenn ihr wollt, probiert doch sowas einfach mal aus, in einem kleinen Bereich,
mit willigen und begabten Leuten. Und dann gucken wir mal, ob es dort funktioniert. Und wenn es dort funktioniert, kann man es vielleicht übernehmen für größere Bereiche. Und Systeme, die da völlig illusionär unterwegs sind, denen muss ich einfach sagen, tut mir leid, dann können wir nicht mit euch arbeiten. Und wenn du einen gewissen Ruf hast, dann kannst du auf Referenzprojekte verweisen, in denen du mit deiner Arbeitsweise schon guten Erfolg gehabt hast, hast du natürlich größere Chance zu überzeugen. Aber es gibt Systeme, die wollen dann nicht lassen von ihrer Verblendung, aber mit denen kann man auch nicht arbeiten. Aber es gibt Systeme, die sind bereit. Und mir geht es darum, unsere Mentalität zu verändern, dass wir diesen Systemen, die erreichbar sind, dass wir denen auch wirklich was bieten. Und da müssen wir, glaube ich, unser Repertoire erweitern. Ich hätte genau dazu eine Frage, weil ich hatte sozusagen das Glück, einen Personaler, Personalerin zu haben, die das schon verstanden hat und mir einen Kulturauftrag gegeben hat und mit einem Team anzufangen, also mit einer Gruppe von Menschen, die dafür offen sind. Das habe ich gemacht, also die machen sozusagen eine Führungsentwicklung mit Coaching-Elementen und jetzt bin ich an einem Prozess, wo ein Teil der Kultur sich entwickelt hat, also vielleicht 5 mal 12 Personen und es eine Spaltung gibt zwischen denen, die entwickelt wurden und denen, die nicht dabei waren. Das heißt, in dem Moment muss ich eigentlich solche, was du eben als Idee hattest, da muss ich alle in der Organisation zusammenholen und eine Flüssigkeit zwischen dem hin und her zu entwickeln. Also was mache ich, wenn ich die Kultur, ich kann die ja nicht gleichzeitig alle entwickeln, in Teilen entwickelt habe und es dann zu einer, also die in meinen Kursen waren, sagen, das ist ja schön, aber der Rest ist ja anders und die anderen sagen, warum bin ich noch nicht da gewesen, wo die waren und in dieses Verbindende kann ich zum Beispiel über sowas, was du dargestellt hast, ein Interview mit dem Gesamten, also es wären dann aber 1000 Personen. Also Frage, ist eine Frage. Ja, ich kenne die Frage gut. Also ich müsste da unser ganzes Organisationsentwicklungskonzept jetzt darstellen, das kann ich jetzt heute einfach nicht machen. Aber ich kann nur Stichworte sagen, kristallisierendes Prinzip. Man fängt mit einer kleinen Truppe an und überlegt von vornherein schon, wie die Ausbreitungswellen sein sollen und wie die Leute geschult werden können über einen Peer-Transfer, andere mit einzubeziehen. Weil du kannst es nicht mit einer Massenveranstaltung machen. Du kannst es nur in Kommunikationsformen machen, die Leute lernen und trainieren können. Und wie gesagt, Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schulen. Du kannst nur organisieren, dass die sich gegenseitig zunehmend einbeziehen. Und da brauchst du natürlich von vornherein Kapazität für, ein Rollenverständnis der Einbezogenen, dass die wissen, dass die 50% oder 30% dessen, was sie dabei entwickeln, nachher brauchen, um es intern weiterzugeben. Das heißt eventuell auch eine gewisse Schulung bezüglich der Weitergabe, ein Regieverständnis über solche gemeinsamen Lernprozesse, was ich nachher generell als OE-Lernkompetenz der Betroffenen. Also das sind ganz viele Dinge, die du im Vorfeld machen musst, sonst machst du einfach nur so einen Treibhauseffekt. Und dann hast du jetzt ein paar, da sind die Tomaten ganz groß und dann entstehen, und die haben dann entsprechendes Selbstbewusstsein oft noch, gehen mit leuchtenden Augen durch die Gegend, aber andere, die dann auch teilnehmen wollen, die haben dann keine Möglichkeiten. Es gibt kein Konzept, wie die partizipieren können. Und durch eine Propagandaveranstaltung im großen Kreis kann man dieses Problem nicht lösen. Also da, wenn man erstmal so denkt, muss man didaktisch von vornherein sehr viel mehr Einführungsgesichtspunkte und die Didaktik der Einführung neuer Kulturelemente bedenken, was man oft, wenn man einfach mal dran geht, am Anfang nicht tut und nachher reichen die Ressourcen nicht. Ist es verständlich so? Der Duktus geht ja so. Reifegrade, ich bin bei dem Wort geblieben, obwohl das im deutschen Sprachraum gerne ein bisschen Ängste auslöst. Huch, stellt sich vielleicht raus, dass ich noch unreif bin. Deswegen sage ich, wir haben deswegen auch schon überlegt, ob man es Bereitschaft nennen soll. Aber unser semantischer Raum ist eigentlich doch das Reifegrade. Besser greift man, muss es aber sagen, im Sinne von ready. Also ich bin dafür bereit. Das kann ganz verschiedene Komponenten haben. Das kann Motivationskomponenten haben, das kann Kompetenzkomponenten haben, das kann Ausstattungskomponenten haben. Also wirklich, wie ausgestattet mit allem, was man braucht, für den Schritt, den man machen möchte,
ist dieses System. Wir haben, wenn es um die Entwicklung von Reifegraden geht, immer mit einem Paradox zu tun, weil man die Entwicklungsschritte machen muss, um zu reifen. Auf der anderen Seite muss man auch reif sein für den Entwicklungsschritt. Ja, das ist ein Balanceakt. Wenn man total vorbereitet sein will, geht man gar keinen Schritt, mit dem man dann reifen kann. Aber wenn man einfach mal losmarschiert und sich nichts überlegt, reift man auch nicht, weil man dann in so viele Komplexitäten vorstößt, dass man, wie wir das gestern gehört haben, dann mit Rückzug auf feste Gewohnheiten reagiert. Das tut jedes System. Ich muss das aber nicht hirntechnisch erklären, sondern das ist einfach eine Lebenserfahrung, die fast alle Menschen haben, dass wenn die Komplexität zu hoch ist, greifen sie zu relativ primitiven Reaktions- und Lösungsmustern. Das kennt jeder im Ehestreit, das kennt man überall. Also da werden wir nicht schlauer zu dem Punkt, wenn wir uns erklären, dass, wie das jetzt gehirnchemisch zu beschreiben ist, dieses Phänomen. Das Und wir haben ein anderes Paradox dann auch, das kennen wir sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch in der Entwicklung von Organisationen. Je unreifer jemand ist, desto abenteuerlichere Vorstellungen hat er davon, wie und wie schnell man reifen kann. Und dann haben wir manchmal dann Situationen, dass jemand eben abenteuerliche Vorstellungen hat, wir müssen dem beibringen, es geht so einfach nicht. Auf der anderen Seite wollen wir ja nicht nur sagen, du bist halt so unreif, dann vergiss es, sondern man muss dem auch was anbieten können, wo man sagt, wenn du dich auf den Weg begeben möchtest, gebe ich dir aus meiner Erfahrung Orientierungsgesichtspunkte, was, wie, mit welchem Einsatz erreichbar ist und dann kannst du dir überlegen, ob du das ausprobieren willst. Und wenn das eine ganz unsichere Sache ist, bitte nicht gleich in dem Geschäftsfeld, in dem es am meisten brennt, sondern irgendwo, wo wir sagen, ja, lass uns das mal üben. Nicht off the job, schon on the job, aber wir nehmen Leute, die sich dafür interessieren, wo eine gewisse Chance ist, dass wir es ganz gut hinkriegen, wo die Voraussetzungen einigermaßen so sind, dass wir eine positive Lernerfahrung machen können. Und wenn das gelingt, dann können wir überlegen, gelingt es nur unter diesen guten Bedingungen, nicht, dass wir wieder interne Treibhäuser aufbauen, oder kann man das auch ausbreiten auf andere Bereiche und wie kann das aussehen? Und das ist auch ein ganz anderer Kontrakt von vornherein. Ich verspreche nicht, dass ich dadurch schnell Organisationsentwicklung machen kann, sondern ich verspreche, dass wir an einem Beispiel eine andere Art, wie wir Organisation entwickeln können, lernen können, an einem Beispiel, das auch durchaus, was die Leistungserbringung betrifft, einen Nutzen bietet, aber viele Probleme können wir dadurch jetzt einfach nicht lösen. Und so ist es manchmal auch. Wenn wir so tun, als könnten wir sie lösen, sind sie nachher auch ungelöst und oft sind sogar Ressourcen verbrannt dafür, ist es nicht besser oder oft sogar eher schlechter. Also auch da dürfen wir uns nicht übernehmen mit dem, was ein solches System schnell lernen kann und was wir didaktisch leisten können in der Hilfe für ein solches System. Da müssen wir einfach bescheiden bleiben. Es gibt Systeme, die wollen das nicht akzeptieren. Ich habe mal mit einem Technologiekonzern gearbeitet, mit einem Personalchef, der fand das alles ganz toll. Ich habe einen Entwicklungsplan für 10 Jahre, der wollte aus der frühen Industrialisierungszeit, in der er sein Unternehmen gesehen hat, in die Neuzeit aufbrechen. Und dann haben wir einen 10-Jahres-Plan, wie sowas aussehen könnte mit interner Akademie und so, ganz, wo ich dachte, das könnte hinhauen einigermaßen. 2 Tage später sehe ich dieses Schaubild in einer Zeitachse auf 1 Jahr. Und ich sage, was soll das denn? Es ist völlig unmöglich. Und er sagt, ja, das muss ich dem Vorstand so vorlegen. Anders kriegt man dem Vorstand gar nichts unter. Und ich sage, aber nicht mit mir. In einem Jahr kann man diese Entwicklung einfach nicht leisten. Und ich kann mich daran auch nicht beteiligen, egal wie die Logik des Vorstands ist. Wenn es keine Möglichkeit gibt, den Vorstand davon zu überzeugen, dass man vernünftige Entwicklungspläne macht, dann kann ich auch nicht verantwortlich da mitmachen, und die Illusion nähren, das wäre leistbar. Muss man sich leisten können und wollen, aber
Wir alle haben irgendwann schon mal uns an Illusionen beteiligt, auch Kompromisse eingegangen, wo wir gedacht haben, die können wir nachher wieder zurückbiegen. Nach einer Weile, erstens lassen sich selten zurückbiegen und zweitens nach einer Weile vergessen wir überhaupt, welche Kompromisse das waren. Wir wissen selber eigentlich gar nicht mehr, was wir wirklich machen wollten. Weil wir dann der lebende Kompromiss geworden sind, zusammen mit dem System. Da wollte ich euch eine kleine Sense-Story dazu erzählen, weil ich die da so nett finde. Aus dem Zen-Comic. Ich wurde immer gefragt, in welchem Kloster hast du das gelernt? Ich war nie im Zen-Kloster. Ich habe einen Zen-Comic gelesen, der ist aber rattenscharf. Richtig gut. Und da ist immer ein Schüler, der versucht zu lernen, meditative Weise, schafft nichts, als Schwab, sagt man, achso, der meditiert, ich habe das gedacht, der hockt da und schafft nichts. Und der versucht also immer zu lernen. Und der Meister macht den Haushalt, er gießt die Blumen, spült Geschirr, kehrt aus und so. Und der Schüler fragt den Meister, jetzt mache ich es auf Englisch, Master, do you know the secret of life? Und er sagt, ja, yes, I know it. Oh, Master, please tell me, sagt der Master, it's not possible. Why not? It's a secret. Und das sollte halt ein bisschen auch nochmal klar machen, dass man eben jemanden, der nicht voranschreitet zu verstehen, dem kann man die Essenz dessen, was man dann verstanden hat, nicht rüberreichen. Also man muss mit ihm in einen gemeinsamen Lernprozess sich begeben und ihn irgendwie schmackhaft machen, dass es sich lohnt, das zu probieren, weil er ja währenddessen seine Vorstellungen davon, was wirklich das Wichtige ist, auch erst ändern muss. Auf der anderen Seite kann man ihm nicht vorwerfen, dass er erstmal mit den Vorstellungen, die er nun mal hat, anfängt. Also da haben wir viele paradoxe Beziehungen. Ein Begriff, den ich, deswegen habe ich mir den da unten hingeschrieben, den ich auch kurz einführen wollte, der ist von Peter Schellenbaum, der ist aus der jungen Psychologie, aber der gefällt mir gut, von der optimalen Leitbilddistanz. Das heißt, ich muss lernen, ist, dass ich, jemand bereit ist, sich auf den Weg zu machen, hängt davon ab, ob er einerseits was ganz toll findet, wo er hin will, so will ich werden, und andererseits das Gefühl hat, das ist erreichbar für mich. Wenn jetzt der andere so viel Charisma hat, dass man völlig geblendet ist, der unterscheidet also Blenden und Leuchten, der blendet einen durch das, wie toll ist, dann bewundere ich den zwar, aber ich mache mich nicht auf den Weg, weil ich das für unerreichbar halte. Und dann versuche ich mich dadurch mit diesem Wunderbaren zu verbinden, indem ich mich als Anhänger an den klammere, der da so toll ist, werde aber selbst nicht zu dem, der in der Richtung sich entwickeln könnte. Und wenn es zu wenig interessant ist, lohnt es sich nicht, dafür aufzumachen. Deswegen muss man immer überlegen, was ist eine optimale Leitbilddistanz, die einerseits das, was anzustreben ist, in den Leuten anfacht, sie aber nicht blendet damit, sondern ihnen damit den Weg leuchtet, sodass sie auch Lust haben, sich aufzumachen und diesen Weg zu gehen. Und das sind didaktische Aufgaben. Von daher verstehe ich mich wirklich in vielem als Pädagoge, nicht als Psychologe, der analysiert und therapiert, sondern jemand, der sich überlegt, welche Entwicklung ist zu leisten, mit welcher Personenqualifikation, mit welcher Systemqualifikation, wie kann man das beide miteinander verbinden und was ist mit vorhanden didaktisch machbar, Didaktik, also nicht, ihr kennt den Begriff Didaktik vielleicht noch aus dieser Zeit, wo Didaktik hieß, eine Stunde lang total durchplanen, was in jeder Minute sein muss. Das ist ein altes Verständnis von Didaktik. Modernere Verständnisse von Didaktik sind überhaupt die Lehre, was muss gelernt werden, von wem muss gelernt werden, wie muss gelernt werden, unter welchen Umständen muss gelernt werden, welche Ressourcen braucht man. Also die ganze Architektur und Logik von sinnvollen Lernprozessen. Und das daraus eine Kompetenz zu machen, ist eine Didaktikkompetenz. Und wir nennen diesen Teil unserer Bemühungen deswegen systemische Didaktik. Um jetzt
dem, wie wir das dann konkret machen, noch wieder näher zu kommen, denke ich, die Reife gerade, da ist eine Frage, auf welchem Stand ist derjenige, der versucht, eine Funktion in einem Entwicklungs- und Lernprozess einzunehmen, also Reiter, jetzt vorher in meinem Beispiel, das war bei mir totaler Anfänger, und in welchem Reifegrad ist die Organisation, in dem Fall Pferd, auch totaler Anfänger, war völlig klar, dass wenn wir in dieser Stunde einmal übers Cavaletti kommen und gemeinsam landen, dann ist es schon viel. Ich wäre natürlich gerne nach dieser Stunde schon der Springreiter gewesen, den ich im Fernsehen gesehen habe, der da elegant über den Doppelochser oder wie das Ding heißt, da drüber geht. Aber das war halt einfach nicht zu machen. Ich verwende auch manchmal eine andere Metapher, die will ich nur mal kurz erwähnen vielleicht. Wenn zum Beispiel ein Orchester mit einem klassischen Repertoire eher im seichten Bereich lange Jahre erfolgreich war, plötzlich reicht das nicht mehr, um zu überleben. Und jetzt holen sie sich einen total modernen und guten Dirigenten rein, dann kann der mit diesem Orchester trotzdem nicht gleich neue Musik machen. Ja. Also auch der muss sich im Klaren sein, dass ich in welchem Reifegrad sich das System befindet und von daher sich überlegen, was kann man in welcher Zeit vernünftigerweise mit diesem System auch wirklich erreichen und kann man sie auch dafür gewinnen, dass sie das wirklich machen wollen. Und nur weil jemand selbst ganz toll ist, überschätzt er manchmal, was er machen kann in einem System, von dem er ja abhängig ist. Und das haben wir ja gestern von der Astrid gehört, einige Beispiele, wie solche Leute dann total scheitern, weil sie das einfach unterschätzen und viel zu viel versuchen, über ihre persönliche Kompetenz abzuwickeln, was nur darüber zu leisten ist, dass man langsam gemeinsame Kulturkompetenz aufbaut. Und jetzt kann man natürlich, das kann man generell in der Organisationsentwicklung machen, dass man sagt, ja, was ist das eigentlich für ein Ding? Und man kann Organisationsentwicklung aus den verschiedensten Perspektiven angucken. Da haben wir keine festen Vorstellungen, was das sein soll. Ich habe jetzt mal 4 Dimensionen rausgenommen. Wie reif ist die Person und wie reif ist das System in OE-Prozesssteuerung zum Beispiel? Oder wie reif ist das System in strategischer Führung? Also ich unterscheide operative und strategische Führung. Operative Führung heißt, bekannte Aufführungen wieder aufführen. Dafür sorgen, dass die in einigermaßen gleichbleibender Qualität, ohne dass man ein neues Stück erfinden muss, wieder gespielt werden. Operative Führung. Und das braucht weit weniger und andere Kompetenz, als wenn ein neues Stück eingeübt werden muss. Das ist dann die strategische Führung. Und dazu braucht man Drehbuchkompetenz, das heißt, man muss eine Idee haben, was man mit den vorhandenen Ressourcen überhaupt aufführen könnte. Das ist eine Designkompetenz in erster Linie. Und man braucht kommunikative Kompetenz, um mit den Spielern, die da mitspielen sollen, denen zu vermitteln, wie das laufen soll. Und die haben alle natürlich ihre Eigenarten. Das ist dann hauptsächlich eine Kommunikationskompetenz, wie man aus einer Idee, was zu inszenieren wäre und wie es zu inszenieren wäre, mit den tatsächlichen Playern zum Stück und zu ihnen passend eine Version entwickelt. Und das ist die Aufgabe von Führung, das ist hauptsächlich Kommunikationsleistung. Das Problem ist, dass sehr oft diese beiden Kompetenzen nicht in einer Person vereinigt sind. Es gibt dann die einen, die sind tolle Designer, die erklären dann allen, wie sie es sich vorgestellt haben und schöne Grüße, man hat von gestern einen sagen, okay, und dann führt euch selbst. Das funktioniert nicht. Oder es gibt Ideologien, ich habe das im großen Konzern mal kennengelernt, wo der Geschäftsführer gesagt hat, ich habe nur die Besten engagiert und die brauchen keine Führung. Dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Gerade die Besten brauchen beste Führung, weil sonst die Eigenarten dieser Besten zusammen einen unverträglichen Mischmasch geben. Es ist ganz klar in einem Theaterstück, wenn hochkarätige Charakterköpfe als Schauspieler engagiert sind, braucht es einen hochkarätigen Regisseur, um daraus ein gutes Stück zu machen. Und da gibt es immer noch abenteuerliche Vorstellungen, dass Führung nicht nötig ist, wenn Leute kompetent genug sind. Führung ist nötig und Führung heißt Kulturbildung. Neben dem, dass aktuell
Führungsprobleme gelöst werden. Also es geht nicht darum, nicht nur darum, ein bestimmtes Stück jetzt zur Aufführung zu bringen, sondern bei der Gelegenheit es so einzuüben, wie es vorbildlich sein kann, wie man dann weitere Stücke, die dann kommen werden, einübt, sodass alle mit der Zeit gemeinsam komplementär die Logik des Einübens lernen, sodass das nächste Stück sehr viel leichter zu inszenieren ist in dem Stil der Gemeinde ist. Dann haben wir die Verantwortungskultur, auch ein großes Thema bei uns. Sage ich gleich ein bisschen was dazu. Und ich meine halt auch, und das liegt nicht im Selbstverständnis vieler Führungskräfte, dass eine Führungskraft auch Ideen darüber haben sollte, wie Einzelne und Systeme lernen. Also die lernen Regiekompetenz über gemeinsames Lernen während der Organisationsentwicklung. Also Organisationsentwicklung in komplexen Angelegenheiten heißt auch immer gemeinsames OE-Lernen. Aber wenn man genau hinguckt, in allen komplexen Jobs heute ist es so, dass eigentlich das ständige Lernen entscheidend ist, ob man sie hinkriegt oder nicht. Also je komplexer die Aufgaben werden, desto größer wird der Anteil, dass ich verstehe und anleiten kann, wie Systeme lernen am Beispiel dessen, was sie gerade lernen. Also diese nächste Ebene. Und das ist die kulturbildende Ebene. Und wenn die Organisation unreif ist, kann das nur begrenzt durch den Reifegrad einzelner Akteure ausgeglichen werden. Zeitprobleme? Wie lange habe ich denn jetzt schon gemacht? Bitte? 1,15. Okay. Ja, die gleiche Krankheit. Red gern und viel. Ich sage jetzt mal kurz noch was über Verantwortung. Eine der Dimensionen, die fokussiert werden, wenn es um gemeinsames Lernen geht. Nur, dass ihr seht, wir haben da ganz viele Einzelkonzepte, die wir lernen und einüben in dem Curricula, dass man sich um einen umfassenden Umgang mit Verantwortung bemüht. Also von der Organisation her muss jemand was dürfen und muss ausgestattet sein, sonst kann er Verantwortung, also nicht Antwort geben auf komplexe Fragen. Aber er muss es auch müssen. Das heißt, wenn er es nicht hinkriegt, muss das irgendwelche Konsequenzen haben. Wenn es einfach egal ist, ob er es tut, dann fehlt der Teil in der Verantwortung. Er muss es können, das sind jetzt mehr die persönlichen Eigenschaften, und er muss es wollen. Und wenn ich über Verantwortung bezogen auf einen Entwicklungsschritt in der Organisationsentwicklung mich unterhalte, wäre es gut, an jedem Punkt die verschiedenen Vorstellungen der Beteiligten zu diesen vier Dimensionen auszutauschen und zu gucken, ob man da irgendwie auf eine Gemeinschaftswirklichkeit kommt, auf die man sich nachher auch beziehen kann. Weil das sind ja keine natürlichen Dinge, sondern das ist alles zu definieren, kulturell zu definieren durch die Betroffenen. Und deswegen kann man ich finde nicht, dass man ein Lehrbuch schreiben kann, so muss man das machen. Das ist in jedem Feld, in jeder Kultur anders. Ich kann nur ein Lehrbuch schreiben, das ist gut, sich diese Fragen zu stellen und Situationen zu schaffen, indem man Dialog über diese Fragen hält und zu klären, wer in diesem Dialog verpflichtend einbezogen werden soll, weil davon nachher abhängt, ob die Sache vorangeht oder nicht. Das habe ich gerade schon gehabt. Und dann unterscheide ich auch wieder Verantwortung für und Verantwortung bezogen auf. In einer differenzierten Organisation hat jeder seinen Aufgabenbereich, für den er auch wirklich zuständig ist. Aber nachdem heute ja alles so zusammenspielen muss, dass es ein Ganzes geben muss, braucht er genauso ein Verantwortungsverständnis in Bezug auf das Ganze. Und wenn jemand zwar seine eigene Verantwortung irgendwie optimal erfüllt, sich aber nicht darum kümmert, was rechts und links ist, dann schadet es dem Ganzen. Und auch darüber muss man sich dann unterhalten. Also was ist die Verantwortung für und was ist die Verantwortung in Bezug auf. Also kleines Beispiel bei unserem Institut, die frühere Sekretärin, die war gern für sich. Und wenn dann die neuen Teilnehmer zu einem neuen Curriculum kommt, neigte die dazu, die Tür zuzumachen, um sich ihrer Verantwortung sehr widmen zu können,
die Sie, also die Verantwortung für das Sekretariat. Und ich habe gesagt, das reicht nicht. Du siehst, da läuft ein Teilnehmer rum und findet den Eingang nicht. Auch wenn das nicht in deiner Jobbeschreibung steht, das ist etwas, um das du dich kümmern musst. Das gehört zur Verantwortung in Bezug auf. Oder wenn eine Lampe kaputt gegangen ist, auch wenn du nicht der Hausmeister bist, ist es wichtig, dass du mitteilst, hier ist eine Lampe kaputt gegangen und dafür sorgst, dass das System mit diesem Phänomen umgeht. Das habe ich gerade schon gesagt. Jede komplexe Aufgabe ist zugleich eine Lernaufgabe, zumindest für einige Player. Deswegen ist Organisationsentwicklung auch die Organisation von Organisation Lernen bei der Gelegenheit. Und da kann man sich dann auch wieder fragen, inwiefern sind Voraussetzungen seitens der Organisation gegeben? Sind Spielräume und Ressourcen für notwendiges Lernen gegeben? Welche Erfahrung hat das System? Und welche Erfahrung haben die Hauptverantwortlichen in diesem System? Und davon kann ich abhängig machen, welcher Lernbedarf unterwegs in einem Organisationsentwicklungsprojekt befriedigt werden kann. Und wenn ich merke, da ist eigentlich kaum Erfahrung und Bedarf, wie man gemeinsam lernt, dann kann ich eben auch nur sehr kleine Lernschritte einplanen. Das heißt, ich kann keine Organisationsentwicklung machen, in der systematisch in jedem Entwicklungsschritt unheimlich viel gemeinsam gelernt werden kann, weil das System einfach dafür nicht reif ist. Das sind einfach jetzt weitere Fragen, die man sich dabei stellen kann. Das sind eigentlich beispielhafte Fragen. Wo steht das Vorhaben? Welche Freiheiten? Zugzwänge? Unterstützung sind möglich? Gibt es Dialogpartner für Verantwortungsdialoge? Wie ist Verantwortung konfiguriert? Welche Rolle haben, möchten, bekommen aufgedrückt die Schlüsselrollen? Welche Landkarten haben die Beteiligten? Und so weiter. Da können wir jetzt nicht ins Einzelne gehen. Was wir am Institut dann machen, ist eigene Arbeitsformen für OE-Lernen entwickeln, die über diese Zweier-Coaching-Format und Supervision hinausgehen. Das heißt, unsere Curriculum-Gruppen, jemand bringt ein Organisationsanliegen vor, indem er irgendeine Protagonistenrolle hat und dann überlegt sich, sagen wir mal, eine Untergruppe von 5, die überlegen sich, was ist das Thema und wie müssen wir gemeinsames Lernen organisieren, dass wir demjenigen, der in dem Fall als Anliegensbringer kommt, eine sinnvolle Dienstleistung erbringen. Das heißt, die lernen bei uns außer dem, dass sie zum Inhaltsanliegen des Anliegensbringers was sagen, die lernen zu organisieren und einzuschätzen, welche didaktischen Mittel überhaupt geeignet sind, einen sinnvollen Beitrag zu diesem Anliegen zu entwickeln. Also diese Regiekompetenz, von der ich gesprochen habe. Und das ist auch der Grund, weshalb wir weitestgehend von Lehrsupervision durch die Lehrtrainer weggekommen sind. Sondern das ist ja eine Kompetenz, die jeder Teilnehmer während der Zeit nebenher mitlernt. Merkt am Anfang gar nicht so sehr, dass oft der Hauptlerneffekt nicht an dem Lernen bezogen auf die Beispiele besteht, sondern darin, gemeinsam Lernkultur gestaltet zu haben und zu wissen, wie man darüber Regie führen kann. Der Hüter hat mal gesagt, es gibt nichts, was das Lernen so unterstützt wie Begeisterung. Ja. Spielt das bei euch in den Prozessen auch eine Rolle? Da wären wir wieder bei Blenddynamiken. Also ich kenne den Gerald ja gut, wir sind befreundet. Und der begeistert, aber er ist auch einfach begeisterungssüchtig. Er kann nicht zu Fuß gehen. Und er versucht, alles mit Begeisterung zu machen und daran glaube ich einfach nicht, das funktioniert nicht. Also Begeisterung ist ein super Starter, aber wenn ich danach keine Kultur anbieten kann, in der man aus dieser Begeisterung gemeinsame Aktion macht, dann schlägt es oft sogar in Zynismus um und das ist ein Bereich, in dem ich auch in einer kritischen Diskussion mit ihm bin, weil ich das Gefühl habe, er jubelt so viel Begeisterung hoch, die nachher keine Erfüllung finden kann, dass er damit eigentlich Zynismus und Resignation eher fördert und das halte ich nicht für angemessen. Darüber haben wir aber immer eine heftige Diskussion, aber was er halt am besten kann, ist begeistern, also macht er das halt.
Verstehe ich, ja. Ich finde es ja auch toll, das kann man auch brauchen, aber es wäre wichtig, dass verschiedene Perspektiven dann zusammengebunden werden. Nur dann sind sie kulturbildend, sonst entsteht Blendfeuer. Ja. Aber man findet schon immer wieder neue, die das toll finden, weil die Werte, um die es geht, da sind wir uns ja ganz einig, ich habe die gleichen Werte. Es ist eher die Frage, über welche Kultur kann man wirklich eine Gesellschaft in Richtung dieser Werte aufbrechen lassen. Ich glaube, wir sollten dann jetzt erstmal eine Pause machen. Das machen wir dann nachher, dass ich euch kurz nochmal diese Reifegradsübung Varianten kurz erläutere.